Bei den wichtigen Regionalwahlen und dem Referendum in Italien hat sich trotz der Corona-Krise eine stabile Wahlbeteiligung abgezeichnet. Zum Ende des ersten Wahltags meldete das Innenministerium in Rom eine Beteiligung von 39,38% für das Referendum und 41,37% für 4 der 7 Regionen, in denen noch bis Montagnachmittag gewählt wurde. Beim Referendum durften 51,6 Millionen Menschen über eine Reduzierung der Zahl der Abgeordneten in beiden Parlamentskammern um rund ein Drittel abstimmen. Demnach gäbe es in Italien weniger Abgeordnete pro Einwohnerzahl im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. In der Abgeordnetenkammer nur noch 400 statt 630 und im Senat 200 statt 315. Die hohe Beteiligung ist vermutlich auf die Regionalwahlen zurückzuführen, die gleichzeitig stattfinden. In Apulien, der Toskana und der Emilia-Romagna wird ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mitte-Rechts und Mitte-Links erwartet. Das Management der Corona-Krise gilt als Stimmungstest für die politischen Kräfte, die an den Kommunalwahlen teilnehmen, selbst wenn die Corona-Zahlen niedriger als in anderen europäischen Staaten sind. Experten zufolge wird der Ausgang Auswirkungen auf die nationale Regierung haben und deren Politik beeinflussen. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.